Für dich deine erste WM oder warst du schon ein paar Mal dabei? Nein, das ist jetzt die erste WM. Ich bin jetzt das zweite Jahr im Skitest und das ist jetzt das erste große Ereignis eigentlich. Ja. Das heißt, du kennst auch nicht den Unterschied ohne Corona, wie ihr gearbeitet habt ohne Corona oder weißt du, was sich verändert hat in den vergangenen Jahren? Ja, letztes Jahr war ich auch dabei beim Rennen und da war noch kein Corona. Ja. Und da war es natürlich mit Vorgehen und so am Abend ohne ein bisschen besser und ohne Maske im Skiraum. Das ist schon ein Unterschied. Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei Head? Wie viele Leute sind hier in Cortina vor Ort? Boah, in Cortina denke ich fast 20 oder einmal Serviceleute. Ja, eher über 20 mit den Chefs und die Sekretärin ist auch da und ja, die Chefität. Und, ja. Der erste Tag ist ja für euch hervorragend gelaufen mit Gold für die Lara und für den Vincent. Wie sehr freut einen das persönlich, wenn man quasi selbst die Ski für den Gold, für den Weltmeister danach präpariert hat? Ja, jetzt besser kann es eigentlich nicht laufen als wir am ersten Tag. Ja. Für uns als Testmannschaft ist natürlich Speed die Disziplin, die interessant ist für uns mal. Und ja, vier Medaillen an einem Tag, also besser geht es dann nicht mehr. Wie viel Kontakt hast du persönlich mit Vincent? Wie oft sieht man sich da während so einer Weltmeisterschaft oder kommt er noch her und holt die fixfertigen Ski ab? Ja, teilweise halt, wenn wir die Ski abholen bei ihm, vom Servicemann zum Testen, kann es sein, dass er gerade auch im Skiraum ist und dann sieht man sie so, aber sonst haben wir eigentlich relativ wenig Kontakt und mit Corona ist ja besser so. Was macht der Wind sonst für einen Eindruck auf dich? Auch der Matthias, das sind ja zwei sehr lässige Typen, oder? Wie würdest du sie beschreiben? Wie angenehm sind sie mit ihnen zu arbeiten auch? Ja. Nein, sind echt super Typen beide und dankbar, wenn man ihnen was macht, bringen was zum Essen, zum Kaffee oder sagen auch Danke, wenn man ihnen G-testet und das ist schon viel wert, ja. Gab es vom Vincent irgendwie schon ein Goodie, dass ihr die Ski so super hergerichtet habt für den WM-Titel? Oder wird es da noch was geben nach der Saison? Wie schaut das in der Regel aus? Ja, glaube nicht. Er ist halt hergerichtet, hat der Servicemann. Und klar gratuliert man, aber jetzt, dass es speziell auf den Skitest geht, ist normal nicht, aber das passt schon. Jetzt müssen wir dich schon fragen, was ist das Geheimnis des Goldski von Vincent Griechmeier? Gibt es da irgendwas, was ihn vielleicht vom Ski von Matthias Meyer unterscheidet? Gibt es da so Feinheiten pro Läufer? Oder was ist das Spezielle am Vincent am Ski? Ja, speziell würde ich jetzt nicht viel sagen. Es ist halt ein Head, oder? Er ist schnell. Nein, da sind unterschiedlich, sind sicher. Aber der Wiff, der Serviceman von ihm, hat auch sicher eine super Arbeit gemacht. Ja.